So, und da sind wir wieder bei The Forest. Leck. Was auch immer da gerade passiert ist. Was wir mal aufbauen könnten, ist das Hausboot, ne? Ich meine, hier oben haben wir genug Holz, dass wir das eben runtertragen können. Ja gut, hier unten ist halt so eine scheiß Stelle. Das dauert immer so lange, bis man da überhaupt erstmal was fertig kriegt. Und ich glaube, dafür braucht man schon einiges. Soweit ich weiß. Ja, 48. Moment mal, ein Steg. Ein Steg. Den hätten wir einsetzen sollen als Brücke. Naja. Also so töte ich Tiere. Einfach die aus der Luft fischen. Okay, ich gehe wieder hoch. Ich sehe hier keine Eichhörnchen, aber das Blöde ist, dort oben können die auf mich warten. Da fliegt noch eine Feder hoch. Du schaffst es, Feder. Ich nicht. Ich habe ja eigentlich noch die Climbing Axe. Ich könnte das versuchen, hier hochzuklettern mit der Climbing Axe, falls sie hier funktioniert an der Wand. Weil an manchen Wänden funktioniert die nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung wieso. Ich meine, wenn die schon zum Klettern ist, warum nicht an jeder Wand? Jetzt müssen wir unbedingt, unbedingt wieder was zu essen finden. Jetzt können wir hier nicht mehr weiterreisen. Schon wieder einer. Geh weg mit deiner Fassrolle. Da kommen noch mehr. Das sind nicht nur die zwei. Ah. Ich glaube, ich höre Armsi. Ich habe nämlich gerade so ein gehört. Ich habe übrigens den Bug wieder an. Aus irgendeinem Grund, wie ihr seht. Ich kann alles zerstören. Deswegen sind die Typen vermutlich auch weggerannt. Ich meine, die haben keine Chance dagegen. Ich verliere keine Energie. Ich kann durchgehend angreifen. Wenn ich jetzt nicht die Abwehr auflöse. Wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Vermutlich indem ich geschlagen habe und gleichzeitig geschlagen wurde. Boah, Armsi und Virginia wären jetzt arm dran. Besonders der Armsi. Weil der hat keine coolen Attacken, der mir trotzdem schaden kann durch die Verteidigung. Glaube ich. Ah, der ist jetzt übelst schnell. Der kann, glaube ich, mit mir mithalten. So, wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir mein altes Haus hatten. Hochhaus. Ah, da kommt wieder jemand. Oder rennt der immer noch vor mir weg? Ist das derselbe? Renne ich den die ganze Zeit hinterher? Und ich muss mal gucken. Haben wir hier noch irgendwo Gegner? Ich spiele jetzt mit dem Gedanken, ob ich die Abwehr brechen soll.
eigentlich ist das keine gute Idee. Was soll's? Warum auch immer ich das mache. Oh, hier, das ist einfach so viel an diesem Ort. Das war meine erste Base überhaupt. Und das war, bevor ich aufgenommen habe. Da war das noch so, da sind die Gegner wirklich magnetisch nur auf einen zugekommen. Und da konnte man sich einfach auf dem Boot hinten verstecken. Was das Gute war. Da konnten die einen nicht kriegen. Da sind die immer nur unters Boot gelaufen, weil sie da noch durchs Wasser laufen konnten. Mittlerweile, ja, mittlerweile können die das nicht mehr. Naja, meistens nicht. Kann durchaus nochmal vorkommen. Und ne, jetzt schläft mir mein Fuß ein. Das ist ganz blöd in dieser Gegend hier, weil ich hier schon mal ein paar Gegner sehe. Wie gerade eben schon. Aber hier hatte ich öfter schon mal Mutanten. Hier war sogar das erste Mal, dass ich Mutanten halt außerhalb einer Höhle gesehen habe. Von den größeren Mutanten meine ich natürlich. Komm, ich brauche dich noch, Waschbär. Fehlt's in meiner Sammlung. So, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch das Eichhörnchen, oder? Skinny. Fast, but very weak. Schnell, aber ziemlich schwach. Nimm dir eine schnelle Waffe und dann kannst du abgehen. Ja, eigentlich nur noch die Schildkröte von eben, da müssen wir eben kurz zurück. Die kanadische Gans und das Eichhörnchen. Mehr brauchen wir nicht. Und ja, das ist eine ziemlich dämliche Idee, hier einfach so frei rumzustehen und ins Buch zu gucken, damit hier jeder sehen kann. Aber sind wir mal ehrlich, selbst wenn die mich jetzt angreifen, die würden sich vorher ankündigen, wodurch ich halt den Vorteil habe, dass ich darauf reagieren kann. Ich kann ihren Angriff zurücktragen. So, wo wir sowieso schon mal hier sind, kann ich ein bisschen plündern. Oder auch nicht. Ja, Hauptsache Leck. Heißt ja nicht irgendwie was Schlechtes oder so. Jetzt muss ich wirklich niesen. Ja. Also das war jetzt Premium für euch. Habe ich doch gern gemacht. Ich werde jetzt nicht den Snack essen. Ich werde mir eine kleine Feuerstelle hier machen. Und da was drauf tun, weil ich habe viel zu viel Essen dabei. Ah, kein Wasser aufplatschen. Ja, kanadische Gans.
Und Eichhörnchen. Ja, und die Bären vielleicht noch. Warum habe ich die nicht bekommen? Die Seeschildkröte. Ist doch die hier. Oder zählt der Kopf nicht? Muss ich woanders eine töten und die aufheben? Wo muss ich mehrere töten? War ja schließlich auch bei den Kannibalen so. Die habe ich auch nicht sofort bekommen. Sondern erst viel später. Hier habe ich vor allem ein Bild, aber nichts dazu geschrieben. Komisch. Vor allem bei den Gänsen ist das ja auch schwierig, ne? Ich meine, wir haben schon mal welche getötet, aber wir haben die noch nie aufgehoben. Ich wollte den Typen da verfolgen. Nicht gegen euch kämpfen. Aber ich wollte die Bären haben, hallo? Geht's noch? Außerdem, das ist dein Kumpel, warum? Warum greifst du den an? Und jetzt läuft er einfach so weg. Oh nein, es tut mir so leid. Der war doch mein Freund. So dämlich. Immer mit ihrem Alk hier. Wer nimmt bitte so viel Alk mit? Kann jetzt eigentlich schon direkt zu unserem See zurücklaufen. Weil Eichhörnchen werde ich dort auch finden. Und auf dem Weg bestimmt. Und Gegner sicher auch. Das ist doch ein nettes Camp hier. Ach, der hat Freunde geholt. Stamm und Kannibalen im Team. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie. Laufen wir nur um. Es ist keine gute Idee, einfach wegzurennen, aber. Die sind keine Herausforderung, also werde ich mich nicht mit denen aufhalten. Sei denn, die kommen jetzt gleich zu nah. Allerdings bin ich jetzt eh bei dem See. Also macht uns das schon mal nichts aus. Ich kann mal vom Flugzeug aus gucken, ob ich was finde. Das Flugzeug hier liegt einfach immer perfekt an dieser Stelle. Da kannst du so leicht hochklettern. Guckt euch das an. Ihr habt einfach den Vorteil hier. Hier könnt ihr einfach oben bleiben. Wer soll euch verdammt haben können? Niemand. Ihr könnt sogar hier oben einfach was bauen. Also echt.
Spiel Probleme hat, ich weiß ja nicht. Und ich denke ja immer noch, dieser Roboter da, ne? Sieht doch ziemlich ähnlich aus. Viel meiner. Ich hier noch irgendwas Tolles außer Essen? Warum gehe ich hier überhaupt rein? Was? Da soll man keinen Müll reinwerfen? Warum das denn? Ist das bescheuert? Ich wollte da Müll reinwerfen. Wahrscheinlichkeit, dass man hier landet, ist irgendwie voll hoch. Ich bin hier schon öfters jetzt gelandet. An der Stelle mit dem Flugzeug. Finde ich komisch. Müssen wir mal untersuchen. Vor allem der eine Holz... ja, das eine Holzstück da vorne in der Ecke. Hier waren auch öfters mal Eichhörnchen. Gut, hier sind die mir einfach nur mehr aufgefallen, weil hier nicht so viele Bäume sind. Ich Eichhörnchen halt immer mehr mit Bäumen in Verbindung sehe. Aber hier konnte man die auch ganz gut sehen. Ach, wir wollten eh zu den Gänsen. Die sind ja hier direkt hier vorne. Ich weiß nicht, soll ich die abschießen? Oder wie soll ich das machen? Weil die sind ja meistens nur Wasser und da kann ich die nicht töten. Die dürften jetzt gleich hier wieder wie die Fliegerstaffel von oben runterkommen. Oder ich habe denen ihr Habitat zerstört, indem ich da ein riesiges Gebäude reingebaut habe. Nee, ich habe da doch gerade was gehört. Keine Ahnung. Kommt bestimmt jetzt gleich wieder. Muss jetzt nicht unbedingt mein Problem sein. Ich könnte vermutlich am besten die töten, wenn ich auf dem Boot bin. Das wird vermutlich erstmal das Problem meines zukünftigen Ichs sein. Denn ich werde jetzt gleich die Folge beenden. Erstmal das ganze Essen aufhängen. Also ich habe ja einiges jetzt gesammelt. Gerade in dem Moment ist es einfach vergammelt. Ach nee, das Fleisch wollte einfach nur zu seinem Besitzer passen. So Tarnfleisch. Die kommen immer noch nicht angeflogen. Doch, da kommen sie. Ja, voll gegen die Wand. Na, blöd ist, da komme ich nicht mit dem Boot rein. Also kann ich denen auch nicht wehtun. Ihn genau dahin, wo ich die nicht treffen kann. Ich fände es aber witzig, wenn die einfach an der Wand so abprallen würden und sterben würden. Einfach so ins Wasser fallen. Ja. Hier steht auch nicht wirklich was Neues. Da kommen vermutlich nur noch die Mutanten dazu, wenn wir die haben, die drei. Ja, mehr kommt auch nicht ins Buch, denke ich mal. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.